Gut, wir haben natürlich furchtbar übertrieben mit unserer Armee. Sterling was our first great victory. Yes. Even as we held the coastline, word came in that the Stirling Bridge had been held by a force of Scots led by the mythical knight, of whom so many have spoken. Yes. Now, we know his name. Sir William Wallace, the Hammer of the English. Edward Longshanks names Wallace a traitor and a criminal. But Sir William replies that he cannot be a traitor, since he never swore fealty to an English king. With Wallace leading our armies, the men fight with renewed vigor. Perhaps the tide of our misfortunes is about to turn. Turn over, bitch. Was? Okay, wir haben Battle of Stirling gekämpft. Jetzt lernen wir, wie wir eine Allianz forgen. Also quasi eine... Der Wort fällt mir gerade nicht ein. Also wie wir eine Allianz eingehen. Hoffentlich... Nee, ich mache jetzt keine Werbung für die doofe Versicherung. Wir machen jetzt nicht so. Our coffers were depleted at the Battle of Stirling. So we need to strengthen our economy once again before pushing south into lands held by the English. We need to construct the market and establish trade routes to the villages of friendly clans. Local legends speak of three sacred relics hidden south of Stirling. Acquiring these artifacts for Wallace's army will be a great boost to Scottish morale. Okay, wir müssen also drei Relikte sammeln. Das ist nicht ganz so schwer, da für die Kirche. Und wir sollen die dann zu unserer Monasterie bringen. Okay. Tipps. Dieses Szenario benutzt das fortgeschrittene Kommando-Interface. Auch wenn du dieses Interface nicht wirklich brauchst, um Age of Empires 2 The Age of Kings zu spielen, so gibt es doch Zugriff auf einige mehr powervolle Wege, also einige mehr bessere Wege, um die Zivilisation zu kontrollieren. Wenn du deine Mönche verlierst, kannst du mehr machen, sobald du ins Castle Age kommst, also in die Ära der Schlösser. The Scottish army has been rallied by recent victories against the English. Situation's starting to look up. Did you know that there are three different modes for the minimap in the lower right corner of the screen? You can show only military units or only resources and trade units by clicking the buttons just below and to the right of the minimap. It will help the morale of our army to collect holy relics and place them in our monastery. Yes. One of the relics is close to your town. An ally has another relic, and the English have captured a third. You can retrieve a relic by clicking a monk and right-clicking the relic. Monks have other abilities as well. They can heal your injured soldiers or those of your allies. They can also attempt to convert enemy soldiers to join your army. Ach so, ja, ist ja spannend. Okay, du auf das Feld. Du auf das Feld. Ach, da arbeitet ja schon jemand. Halt. Was mache ich mal mit dir, du alte Schnalle? Da ist schon das erste Relikt. Das ist natürlich... Also, weißt du, die Mönche stehen da 2 Meter daneben. Die können das doch ruhig selber mal mitnehmen. So, die Mönche, nur Mönche können diese Relikte aufheben, deswegen holen wir uns das gerade mal. Gut! You have a relic. Protect the relic in the monastery by right-clicking the monastery. Right-clicking the monastery. Yes, yes, I do that. Perfect. You now have one relic garrisoned. Relics garrisoned in your monastery will slowly add gold to your stockpile. Ah ja, ist ja super spannend. Okay, also wir kriegen langsam Gold für sämtliche Relics, die wir so gesammelt haben. Farms are a good source of food once you've exhausted forage bushes and animals. Farms are built like buildings and must be periodically rebuilt. To gather food from a farm, click a villager, then right-click a farm. Also was der mir da erzählen will, das weiß ich ja gar nicht. So, eine Farm bauen wir bald, aber wir brauchen ja auch erstmal Food, haben wir ja ein bisschen. Ich mach's nochmal 5 Einwohner. So, und können wir hier, und das bauen wir auch mal schnell, 75 Food, damit können wir nämlich schneller ernten. Das ist immer sehr wichtig, genau wie bei den Holzfällern auch die Axt sehr wichtig ist. 100 Food ist zwar alles am Anfang sehr teuer hier, aber lohnt sich dann auch.
So, die haben ja nichts erforscht hier. So, da kann er schon mal hier, zack. Irgendwie kommt es mir ein bisschen ruckelig vor. War das schon immer so? Oder ist das jetzt nur diese HD-Version? Das kam ja früher nicht ganz so, ne? Weiß ich nicht. So, Forgere, du machst hier nochmal Bäume platt. Ich weiß aber nicht genau wo. Ach, nur hier. Okay. So, zwei Holzfelder haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann machen wir auf jeden Fall noch ein paar Felder klar da oben. Das ist noch zu wenig. Oder wir machen erstmal so ein Fischerboot vielleicht klar. Ich weiß gar nicht, ob man die überall bauen konnte. It's nice to have allies on the map. Your ally, the yellow player, can help you fight the enemy. You can also trade with your allies. To trade, you'll need to build a market. Ja, ja, Market machen wir ja noch. Da sind Wildschweine, da reite ich mal ganz galant dran vorbei. Da sind Schafe und hier haben wir schon ein Ally gefunden. Mit dem können wir dann handeln. You've reached your ally's town. Yeah. Go inside and see how his city's doing. Your ally's gate will open automatically for you. Hey, welcome. If you've come for the relic, you can find it on the hill to the northeast of our town. Ah, thank you. Schenkt er uns einfach ein Relic, das ist natürlich super nett. Was ist das denn da? Ach, ein Schaf. So, naja, wie groß ist denn der Rally, der Ally? Der hat zwar eine Million Felder, aber da arbeitet niemand. Auch nicht so mega effizient. So, und hier irgendwo soll ein Hill sein und da liegt das Relic drauf. Dann haben wir das zweite schon. Das gibt uns Gold, wenn wir das haben. Das heißt, wir sammeln das dann auch gleich mal ein. Dazu aber holen wir erstmal hier so einen Mönch aus der Versenkung. Wo sind sie denn, die fetten, faulen Säcke da? So. Naja, so mega super ist der Ally auch nicht. Hauptsache ein Marketplace, dann können wir mit dem ein bisschen handeln. Misshandeln sozusagen und dann... Hat er wirklich niemand auf dem Feld, der hat gar keine Einwohner. Darf ich jetzt das Wort fickfaul sagen? Nee, ne, ist doof. Da muss er auf jeden Fall mal ein bisschen Aufklärungspolitik betreiben, wie das alles so geht. Vielleicht hilft's ja. So, und irgendwo muss hier noch der feige Engländer sein, aber erstmal gucken wir mal, was hier los ist. So, pass auf, dann machen wir das so. Forgere. Machen wir mal dahin. Kia. Kia. Dein Feld machen wir dahin. Dann haben wir die Straße noch ein bisschen im Blick. Und dein Feld, da ist es eigentlich fast schon egal. Das können wir dahin machen. Sieht jetzt eh scheiße aus. Da ist es egal. 55. Wir könnten jetzt eigentlich noch eine Menge Zeugs machen. Ach nee, warte. Der baut natürlich erstmal Docks. Konnte man die überall hin machen oder braucht man dafür dieses grüne Gepöpel? Konnte man überall hin machen. Sehr gut. So, wir können jetzt noch ein paar Arbeiter machen, die wiederum Holz sammeln. So, ich weiß gar nicht mehr, ob die dann automatisch zu Holz verleihen werden, wenn ich die direkt aufs Camp setze. Sehen wir gleich. Haben wir da oben noch dichte Wälder? Das sehe ich gar nicht. Vielleicht sollten wir dann noch ein zweites Camp machen einfach. Mach da lieber noch ein zweites Camp. Das setzt sich dann da oben auf. Zack, Holzfäller. So. Und dann haue ich das Ding direkt da rein. Relic picked up. Okay, zack. Der hat die Reliquie und mit der latscht er natürlich gleich wieder zurück. In seine alte Kommune rein. Da in seiner komische Wohn-WG mit den anderen glatzköpfigen, schmerbräuchigen Leuten. Und wir schauen mal, der eine Arbeiter wurde nachträglich direkt da durch den Dingens geführt. Der baut aber automatisch mit, der hat schon einen Hammer in der Hand. Der baut dann automatisch mit, das ist sehr gut. Okay, ich wusste nicht mehr genau, ob man die automatisch einem Job zuweisen kann, aber scheinbar ja. So, Fischerboote. 75 Holz, 1, 2, 3 erstmal. Und der Kollege hier
kann ja noch irgendwas bauen. Das, davon haben wir ja schon alle möglichen Gebäude. Und ich weiß noch nicht genau, wo der Engländer sitzt, der feige Hund. Sonst würde ich jetzt quasi schon mal... Nein. Obwohl, ich lasse mir mal einen Arbeiter in der Pipe, weißt du, dass der hier immer mal wieder Häuser bauen kann. So. Häuser kann man nie genug haben. Villagers and soldiers normally appear outside of the building that created them. You can have your units move to a spot once they're created by using gather points. Oh, really? To set a gather point for infantry, click your barracks, click set gather point, then click where on the map you want your infantry to gather. The English are attacking our town. Can you tribute any spare food or gold to us? Thanks for the resources. If you have any spare soldiers, come to our town and let's drive the English out. What? To tribute your ally, click the diplomacy button in the upper right corner of your screen. Give your ally some food and gold, but don't give him everything you own. Diplomacy? Grand Kälte? Ally? Des Ally? Wie kann ich den nennen? You need a market to pay tribute. So, kann ich momentan also nicht machen. Ich kann höchstens ein paar Leute von mir rüberschicken, aber ich muss natürlich darauf achten, dass ich selber noch Leute im Dorf habe, was jetzt nicht mehr der Fall ist. So, zack. Und außerdem würde ich sagen, wir upgraden die mal, während die unterwegs sind. You now have two relics, Garrison. Bring back one more and you'll be victorious. Yes, yes. Please wait. I need a bit of time. Machine. So, das haben wir schon gebaut. Food haben wir auch ein bisschen. Und drei Fischerboote haben wir nur auch. So. Und one field is depleted. Zack. Da bauen wir gleich nach. Und er baut immer noch Häuser, das ist natürlich super. You can use the technology tree to see what technologies and upgrades you can research. Click the technology tree button in the upper right corner of the screen to see the tree for your civilization. Oh oh. Ich glaube, die machen mich alle, ich bin zu wenige. Scheißendreck. Okay, ihr Engländer, ihr miesen Engländer. So, davon. Bogenschützen machen wir natürlich auch. Zack, die sammeln sich ebenso hier und dann. Wir haben ja gerade wieder ein paar Plätze frei gehabt. Und hier oben. So, wieso, was macht, wieso stehen die einfach nur rum? So. Okay, und Mönche, können wir schon Mönche bauen? Nee, ne? Wir haben zwar Mönche, wir können die aber noch nicht bauen. Ach, ich habe noch nicht genug Futter. Scheiße, weil ich gerade Armee gebaut habe ohne Ende. Ich brauche Futter. Ich hoffe, die Armee kommt jetzt hier nicht rüber gescheißert. Das ist natürlich nicht ganz so glorios gewesen. So, Häusermann, wie sieht's aus? Häusermann ist fertig, das heißt, ich baue mir hier direkt nochmal eine zweite Garnison auf. Die mache ich am besten aber nicht neben die erste, sondern die baue ich mal ein bisschen weiter im Hinterland. Die Leute können ja dann trotzdem noch kommen. Robuja. Und ich kann den Wegpunkt trotzdem hierher setzen, die zwei Meter können sie ja auch gerade noch gehen. So, muss ich mal gucken. Holz sollte sich bald wieder ansammeln, hoffe ich. Naja, schauen wir mal. Flieh, 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 flieh. Feudal Age. Da muss ich auch noch advancen, so ein bisschen. Advancen, Gott, ich hasse das Wort. 175 Futter können wir uns jetzt leisten. Das heißt, wir können die Arbeit ein bisschen schneller machen lassen. So, und wir bauen uns nach und nach wieder eine kleine Armee auf. Und dann gucken wir mal,
dass wir die Engländer klein kriegen. Ich weiß gar nicht, wo die hocken. Sind die im Süden irgendwo? Nee, die müssten eigentlich im Norden sein. Alter, das ruckelt hier ganz schön gerade. Obwohl ich mitten im Gemüse bin hier irgendwo. Wo sind die Engländer denn? Hier ist Wasser? Und hier ist einfach nur ein dichter Wald. Hä? Lieber Scotsman, willst du mich verarschen? Das heißt, die müssten dann hier irgendwo im Süden sein? Das ist natürlich nicht ganz so geil. Vor allem, wie kommen die dann zum Gelben? Ich frag am besten gar nichts mehr. So, hier mache ich nochmal zack. Einfach nochmal alles auskundschaften, was geht. Und hier sollten wir vielleicht doch noch ein paar Felder bauen, oder wie? So. 1, 2, 3, 4, 5. Ach Mist, das kann ich gar nicht parallel bauen. Doof. Was brauche ich dafür? Bestimmt 800 Fuß. Ach du Scheiße, ich brauche dringend Einwohner. Jetzt kann ich mir erstmal nur einen leisten. Wir haben genug Soldaten, um über die Engländer zu attacken und ihre Relik zu recovering. Yes, yes, yes. Eins after the other. Sozusagen, wie wir Profis sagen. Marketplace muss ich auch noch machen. Scheiße, habe ich ganz vergessen. So, eins, zwei, drei. Na, komm schon. Vier. Und fünf. So. Jetzt bauen wir uns noch fünf neue Felder. Das sollte dann aber erstmal reichen. If you're getting ready to attack the English, I can help you out. Here, take this food and wood. Oh. Das ist ja super. Kia. Bevor du ein Feld baust, baust du aber erstmal ein Marketplace hier. Ich weiß noch gar nicht, wohin. Bauen wir mal hier hin, ne? Bei den Mönchen. Flü, flü, flü. So, dann bauen wir uns noch mal ein paar Felder hier ran. Zack. Und dann sollten wir ja bald auch genug Futter in der Dingens haben. So, das sind die zwei Schafe. Da müsste doch der Reiter irgendwo sein. Da versteckt er sich, der feige Hund. Und hier haben wir noch ein bisschen was zu erforschen. Gold bräuchten wir dann auch mal. Alter, wo ist denn der Engländer, sag mal? Wieso latscht der hier nicht nach unten? Ach, weil da Wasser ist und er es natürlich wusste, ganz klar. Der Habermarkt. The market can create trade cards to generate extra gold. Yes. You can also exchange one resource for another at the market for a small fee. Click the market, then click sell food for gold. Das will ich gar nicht, aber wir machen es mal. Sell food for gold. Achso, sell food, da. Hab ich. Ich will nicht Food zählen. Blöder Arsch, jetzt sagt er nichts. So, jetzt machen wir mal Kartografie und dann sehen wir nämlich, was der andere Typ da hat. Dann können wir nämlich sehen, was bei dem so los ist. Oder ob der die Engländer vielleicht schon gesehen hat. Und wir bauen uns hier noch mal ein paar Felder hin, damit unsere Nahrungsressourcen auch gesichert sind. Hier so hin und na, jetzt da so hin. So, auf jeden Fall habe ich hier keine Haushaltsdefizite. So viel ist schon mal klar. Eine kleine Armee habe ich auch wieder. Wie viel sind hier noch im Bau? Gar keine. Wie viel sind... Hier sind auch gar keine mehr im Bau. Komisch. Hier auch nicht. 800 Food. Na, jetzt muss ich wieder Food sammeln, weil der Arsch mir gesagt hat, ich soll verkaufen. So ein Dreckspenner.
So, dann warte ich jetzt mal mit den Entwicklungen. Ich spare gerade mal ein bisschen das Futter. So, die beiden hier sind doch auch fertig, ne? Da. Kia. Kia. Dann baust du ja auch nochmal ein Feld hin. Und der Kollege, bevor der faul Maulaffenpfeil hält, baut da natürlich auch nochmal ein Feld hin. So einfach ist das. So, eigentlich könnten wir hier auch noch Gold abbauen. So, Market. Ach ja, jetzt kann ich sehen, was... Das ist ja voll der Angriff. Hui. Wie sie ihn überwältigen mit ihren schieren, unfassbaren, ausgeklügelten Attacken. Das ist ja unfassbar. So, was machen wir hier? Research Coinage. Naja, wir machen erstmal hier Trade Card. Machen wir am besten gleich zwei, oder? So, machen wir gleich zwei und dann schicken wir die, während der eine schon da ist, schicken wir den anderen dann hinterher, damit die mal abwechselnd hin und her fahren. Das ist doch vielleicht gar nicht das Schlechteste. So, und außerdem könnten wir doch mal ein bisschen... Food, bevor wir wieder was machen. Was brauchen wir denn? 200 Gold haben wir. Ja, reicht. Zack, Castle Age. Ab dafür. Auf geht's in ein neues Zeitalter und dann können wir advancen und dann können wir vielleicht noch ein bisschen sammeln und so. Und ich weiß echt nicht, wo die Engländer sind. Diese feigen Hunde. Dann baue ich mal gerade eine Galeere. Können wir hier eigentlich schon ein Attack Ship machen? Trade Cock. Transport Ship. Er hat Cock gesagt. Fishing Ship haben wir eh schon. So, 300. You made a trade card. If you click the trade card on your allies market, you can make extra gold. Your trade card will automatically make trips between your and your allies markets. So. Let's move. Dum, 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 dum. Ja, oben sieht man den Fortschritt, wie weit wir schon zur Castle Age fortgeschritten sind. Den Fortschritt, ja, weißt du schon Bescheid. Futter kriegen wir jetzt hoffentlich auch nach und nach. 95 haben wir jetzt nur noch im Stash. Jetzt haben wir wieder 134, das scheint ganz gut zu klappen. Hier können wir theoretisch noch ein paar Felder hinmachen. Also fressen ist immer wichtig, damit sie ihre schmerbäuchigen Fenster auch zukleistern können. Und hier oben das schöne Wäldchen, das wird ja auch langsam gerodet. Da kommen dann auch Parkplätze hin, kennt ihr das Vorhaben. So, hier ist unser Handelskarren. Während der da schon mal hingurkt, machen wir den nächsten schon mal bereit. Ich hoffe, der wird jetzt nicht angegriffen. Sehr gut. So, und während der da gleich vor Ort ist... Na... Da hauen wir den nächsten da an. Zack. Und schon fahren die hin und her. Und wahrscheinlich nicht ganz hundertprozentig synchron, sodass die irgendwann wahrscheinlich die gleiche Strecke fahren. Aber naja, egal. Das macht ja nichts. Reicht erstmal so. So, ein Feld ist leer. Holz haben wir genug. Da kann ich ja erstmal hier... Machen wir erstmal 10 Felder. Ruckel, 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 ruckel. Was ist denn da los, Alter? Wer hat denn das programmiert, das Age of Empires 2 HD? So, ich düse hier gerade mal das Flusslein ab, in der Hoffnung, dass wir hier irgendwo die Engländer sehen. Aber die müssen doch irgendwo stecken. Wenn die da angegriffen haben bei ihm, vielleicht ja hier unten irgendwo. Und das Tutorial sagt uns ja diesmal auch nicht irgendwie, ja, hier, du musst Schiffe bauen, damit du zum Engländer rüberkommst. Castle Age! So, dann düse ich einfach mal dahin. Und inzwischen sieht es ja ein bisschen anders aus, wie man sieht. Hier haben wir schon richtige Dachstellen, alles toll. Und jetzt können wir uns die nächsten Upgrades holen für unsere Superleute. Zack, plus 1 Attack, yeah! Und hier nochmal, Long Swordsman, yeah! Und jetzt können wir hier auch, Ritter können wir basteln. Und Kavallerie 10% schneller. Was gibt's das hier noch? Light Cavalry. Ah, okay. Dann machen wir unsere
unsere Erforscher, unsere Entdecker quasi, die rüsten wir jetzt um zur Light-Kavallerie. Das ist wie Cola Light, das schmeckt einfach anders. Nach Pisse, aber weniger Kalorien. Keine Ahnung. So, Crossbowman. Und hier können wir noch researchen. Handcart, Villages noch schneller. 300 Food brauchen wir dafür, die haben wir gerade nicht. Und 200 Holz, die haben wir auf jeden Fall. Ich warte mal kurz, bis das nächste Fressen reinkommt. Dann mache ich das sofort, damit die noch schneller arbeiten. Los! Wieso kann ich keine Peitschen erforschen? Und am besten noch Brandzeichen. Yeah! Ja, bei den Schotten war damals alles ein bisschen härter. Deswegen heißt sie auch schottendicht. So, komm schon. Fressen! Los, pack Fressen da rein! Na also. Dann können die noch schneller arbeiten. So, wir haben jetzt Longswordsmen. Hier noch Pikeniere können wir da machen. Da, da achten sind Speermänner und die werden zu Pikenieren. Deswegen, da kommen die Pikeniere wieder ins Spiel. So, wir müssen gucken wegen Fressen. 250 Food, das ist natürlich blöd. Iron Casting. Hey, gestern war ich beim Iron Casting. Und wurde genommen. Okay, 200. Oh Gott. 200 Food, 100 Gold. Gold haben wir echt nur noch 100. Oh, da würde. Oh, naja, gut. Und Food, was soll's? Komm, hier. Um unsere Truppen zu stärken, tun wir doch alles. Hier können wir noch schneller sägen. Brauchen dafür aber wieder Fressen und Holz. Wir brauchen Holz, um Holz zu ernten. Und hier können wir Pflüge entwickeln. Das kostet alles mal Fressen. Ohne Ende kostet das Fressen. Sammelt doch mal Fressen. Ihr Verfressenen. Sammelt Fressen, ihr dämlichen Fressen. Boah, jetzt würde ich gerne Hack fressen. Was? So, 125. Komm, das wird doch drin sein. Jetzt hau doch da mal, hau doch mal rein. Dann könnt ihr nämlich noch schneller Essen sammeln. La la la. Achso, die Felder halten nur länger. Das heißt, ich muss die seltener nachfüllen. Okay. Plus 125 pro Feld. Sehr gut. So, dann researchen wir mal fröhlich. So, hier haben wir schon entwickelt. Als nächstes, was haben wir dann als nächstes? Imperial Age, das imperiale Zeitalter. So, ach, sieh mal einer an. Ach, hier ist ein Übergang. Was muss man noch wissen? Nun gut, ich wusste auch noch nicht, wo der Engländer ist, dieser feige Hund. Falls Engländer zuschauen, ich habe natürlich nichts gegen Engländer, aber wir sind ja gerade die Schotten, also die Kelten in dem Falle. Und insofern sind für mich die Engländer unter Longshanks natürlich momentan Feinde. Nicht du persönlich, lieber Engländer, sondern hier die Bösen damals. Die meinesgleichen ja unterdrücken wollten. Und die Freiheit. Freie Männer, freies Land, freies Blut, Hand in Hand, keine Ahnung. Reden ohne Verstand. So. Gut, jetzt wissen wir, wo die Engländer sind. Und jetzt könnten wir eigentlich... Ach, jetzt haben wir wieder mehr Fressi-Fressi. Das heißt, wir können jetzt nach und nach... Was haben wir denn da? Scale Armor. Kavallerie. Und Kavallerie können wir ja auch bauen, aber wir brauchen dazu Fressen, glaube ich, ne? Ein Ritter. 60 Fressi, 75 Gold. Ich muss dringend Gold bauen. Abbauen. Scheiße, hätte ich vorher schon machen sollen. So, und den... Die sollen jetzt automatisch mal... Alter. Die sollen jetzt automatisch mal... hierhin latschen. So, da kommen die beiden Karren gerade in die Quere. Und hier muss irgendwo, da geht er ja schon, da geht der erste Bauer. Und wir machen uns Jolt. Robuje. Und mit diesem Gold werden wir dann natürlich Upgrades kaufen und natürlich auch Ritter bezahlen. Denn Ritter arbeiten nicht für lau, für die Heilsarmee. Man sollte ja denken, Ritter sind selbstlos, aber in Wahrheit
Die wollen einfach nur das Gold. So, und er hier guckt nochmal ganz kurz hier unten an der Küste. Ach, da geht's auch rüber. Hier haben wir ein Tor und da geht's aber auch rüber. Da gucken wir gleich mal, ob wir da irgendwo reinkommen oder irgendwas an irgendwas rankommen oder so. Da sind die beiden Karren wieder. So. Und sobald das gebaut ist, das Gebäude, dann macht man natürlich gleich den Mega-Abbau. Steine haben wir 500, haben wir noch nicht einen einzigen Stein gebraucht. So, ich würde sagen, die Fahne kommt dann, oder warte. Da die da alle abbauen, kommt die Fahne mal hier aufs Feldchen. Und da kommt gleich die, da müsste gleich die Olle ins Bild kommen. Hier, der Karren kommt auch vorbeigezogen. Da müsste gleich die Olle kommen. Los, hey. Da kommt sie reingescheißert. Und wir hauen die ja sofort. Zack. Der nächste müsste jetzt eine Spitzhacke dabei haben schon, ne? Jo, da ist Spitzhacke dabei. Das heißt, wir sammeln ab sofort auch Gold und können uns damit ein bisschen Kavallerie machen. Kavallerie 10% schneller. Lohnt sich das gerade für 250 Fressi? Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jo, das passt. 75. Ich weiß gar nicht, ob wir uns noch mehr Leute machen können. Ich glaube nicht. Jetzt haben wir nur 5 Ritter. Ist ein bisschen doof, aber egal. Jetzt können wir die Kavallerie ja noch ein bisschen härter machen für 250 Fressi. Und wir können auch Mönche ausbilden. 50% mehr Hitpoints. Brauchen aber Gold. Naja, jetzt haben wir gar kein Gold mehr. Mönche brauchen auch immer Gold. Immer Gold. Ah, okay. Das machen wir auch mal für 200 Fressi und 200 Gold brauchen wir dafür. Sobald wir das entwickelt haben, können wir aber Karawanen entwickeln und die sind zweimal schneller. Das heißt, wir kriegen auch mehr Kohle. Also doppelt so schnell Kohle von unseren Trades. Ja, 200 Gold wird dann noch dauern. Und da kommen langsam die Ritter rausgescheißert. Ich glaube, mehr kann ich dann auch nicht machen. Da müsste ich jetzt Einwohner killen, um jetzt effizienter zu werden und das will ich nicht. Huch. So, 150 Fressi, okay, dann können die schneller Holz machen. Ich habe zwar mehr als genug Holz, aber schaden kann's ja nicht. Und was brauchen wir dafür? Ach, ich wollte ja noch was, ein bisschen was bauen, ne? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir auch was bauen würden. So, zarte Frauenhände können hier ruhig mal ein Schloss bauen, ist ja auch geil. Oder ein Seeds Workshop, ja geil. Machen wir einfach hier hinten mal. So, aber wir können eh nicht mehr bauen, weil wir können keine Einheiten mehr produzieren. Obwohl ein Katapult echt praktisch wäre momentan. Scheiße. So, das wird reichen. Ein Katapult wäre praktisch, aber wir haben schon alle Einheiten voll. So, 250 Fressi, das können wir jetzt easy machen. Fressen rutscht uns jetzt nur so aus der Hose. 150 Gold, das Gold kommt jetzt auch langsam rein, das ist ganz gut. Steine könnten wir eigentlich auch brauchen, aber ich weiß nicht, ob der Engländer überhaupt angreift. Und ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt Steine gibt. Ach, da, irgendwo am Arsch der Welt, naja. So, wir haben die Siege Construction Kits gebaut sozusagen. Und da können wir jetzt Katapulte und sowas bauen oder Battering Ram, das ist ganz cool. Scorpion, Arrow-like Bolts, wird large machen.
Und hier haben wir Real Siege Weapon, Small Yasser Unit, Area of Can Attack Ground. Und das Ding, Reduce Enemy Towns to Ruins. So ein Ding bräuchten wir eigentlich, aber wir haben keine Einheiten mehr frei. Und ich fürchte fast, wenn wir jetzt ein Haus bauen, bringt das auch nichts mehr, oder? Ich glaube, 75 ist das Maximum, was wir mal machen können. Ich schau mal kurz. Ich baue jetzt mal testweise ein Häuschen, aber ich glaube, das ist echt das Maximum. Hier, die 75 Einheiten haben wir schon. Und das Einzige, was wir machen könnten, ist, irgendwen zu töten, um uns noch eine Einheit zu bauen. Was vielleicht nicht das Schlechteste ist, wenn wir dafür eine Ramme kriegen. Damit könnte man das Tor nämlich einreißen, statt da irgendwie mit den ganzen Leuten gegenzulaufen. So, was hat er denn da unten erforscht? Nicht so viel. Da kann ich nicht gucken. Ich versuche mal da zu ergründen, was ist da... Was ist da komisch gebaut hier alles? Da haben wir auch ein Tor. Und da warten schon die ersten Einheiten. Ich könnte natürlich auch ein bisschen da rum, ringsrum laufen. Wenn mich da vorne Einheiten erwarten, könnte ich auch versuchen, von hinten anzugreifen. So, Haus gebaut und wir haben trotzdem keine Einheit übrig. Das heißt, gute Nacht. Huch, die hat gerade zufällig einen Herzattack gekriegt. Das tut mir leid. So, wir bauen uns eine Battering Ram. So, was können wir hier machen? Careening. Transportship plus 5 Units, das ist ganz gut. War Gallery. Komm, wir upgraden mal. Bisschen Gold haben wir ja noch. Und die Mönche, was können wir mit denen noch machen? Okay, da kann man schneller healen. Okay. 1000 Gold mache ich nicht. Mönche 15% schneller. Das heißt, wir treten den ein bisschen in den Arsch. Das wäre vielleicht nicht ganz das Schlechteste. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, was können wir hier unten noch entwickeln. Damit die Bogenschützen ein bisschen besser sind, machen wir natürlich auch noch. Das andere lohnt sich nicht wirklich. Und hier Skirmisher, ich weiß nicht, wir haben noch gar keine gebaut, ne? Bringt ja nichts. Kavalleriebogenschützen, die mag ich ja mal ganz gerne eigentlich, aber wir haben keinen Platz mehr. So, da kommt die Ramme angeschaukelt. So, 1000 Fressi haben wir, 800 Gold haben wir momentan leider nicht. 2 Castle Age Buildings müssten wir haben. Ich frage mich, was passiert, wenn wir einfach mal... Oh, sieht gut aus. Wenn wir einfach mal loslatschen. Was waren das hier nochmal alles? Defensive State, Stand Ground, No Attack Stance, Aggressive Stance. Machen wir erstmal No Attack Stance, Box Formation, Staggered Formation. Flankenformation, Linienformation. Momentan ist eh egal. Ich möchte mich nur mal kurz gucken, was passiert. Wenn wir da rüberlatschen, vielleicht mal versuchen, irgendwo anzugreifen, wo der Feind uns eher nicht erwartet, weißt du? So, da ziehen sie also von dannen. Ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel. Tja, ist ja mega spannend hier gerade. Passiert nicht viel. Ich wollte noch irgendwas ausbauen, das hier nicht. Irgendwas, was noch Gold gekostet hat. Hier irgendwas? Nee. Habe ich ja schon. Ich könnte mir noch Mönche bauen. Die Mönche behalte ich aber erstmal in der Hinterhand, auch wenn die feindliche Einheiten bekehren können. Aber ich möchte die nicht unnötig gerade riskieren. Ah, ich wollte hier sparen. 800 Gold. Ja, jetzt können wir ja... Ah, Imperial Age. Das heißt, wir können mit dem Angriff sogar noch ein paar Minuten warten, auch wenn wir eh schon lang genug brauchen. Na gut. Ah, das dauert ja so lange gerade. Kann man das eigentlich verschnellern? Weiß ich gar nicht mehr.
okay, da ist gerade nicht so viel los. Der Technology Tree, aha, aha, aha. So sieht er aus. Wir sind gerade im Castle Age und Imperial Age. Können wir noch Alabaster, Hand Cannoneer, Heavy Calf Archer, bla bla bla. Two-Handed Swordsman, yeah, und Champion, yeah. Hellebardier können wir noch machen, die mit Hellebarden. Ach, da kriegen wir sogar noch Infos. Stable. Schweres Kamel. Ah ja, aber nicht für uns, glaube ich, ne? Ne, ist ja eh weggestrichen. Aber Kavallerie können wir noch machen. Ein Kavalier. Ach nee, ist ja keine Kavallerie. Das ist noch besser als ein Ritter. Und ein Paladin. Na, schauen wir mal. Imperial Age dauert auf jeden Fall ein bisschen länger, wie man sieht. Bis wir da ankommen. So, 200 Gold haben wir gerade nicht. Mist. Jetzt haben wir 200 Gold. Okay, komm, machen wir mal. Ist zwar doof, wenn die nachher bei den Rittern fehlen, aber dafür verdienen wir auch doppelt so schnell wieder Gold mit unseren Handelsrouten. So, die Kollegen kommen langsam übers Wasser gescheißert. Noch ahnten sie nicht, was ihnen bald blühen würde. Kann man nicht hier einfach an der Stadtmauer direkt entlang? Ich hoffe, die haben da keine Türme gebaut. Keine Wachttürme. Ihr blöden Engländer! Welcher Film? Richtig. Kein anderer. Also, und wer das nicht wusste, kriegt natürlich gleich Schelle. Das ist nämlich wichtig, das zu wissen. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, die haben damit gerechnet, dass wir das probieren. Komm, weißt du was, dann... Holt die Ramme erstmal da weg. Und dann nehmen wir hier erstmal alles auseinander. Komm, hier, die... Scheiße, wir sind hier echt eingewurstet. Das war natürlich ein bisschen doof. So, dann schmeißen wir die erstmal weg, die da so stehen. Und dann holen wir uns ja aus dem Kessel wieder raus. Ja, wir sind hier echt ein bisschen ungünstig positioniert. Scheiße. Das war ein großer, großer Fehler. Ich hätte direkt frontal einfallen sollen. Ich wollte natürlich wieder strategisch vorgehen. Aber ich glaube, wir kriegen die trotzdem klein, wenn wir auch vorsichtig vorgehen müssen. So, der holt jetzt alle seine Einheiten hierher und wir können dann bequem mit der Ramme das Tor niederwalzen. Ich hoffe, die da unten ändern ihre Strategie nicht. So, Imperial Age sind wir jetzt. Wäre ein guter Zeitpunkt zu advancen, aber leider bin ich strategisch so ungünstig positioniert. Aber zum Glück ist vorne nur das Kanonenfutter. Wird... Ah, siehst du, jetzt wo ich das Tor angreife, kommt er nämlich zur Ramme. So, jetzt können wir uns hier langsam wieder freistrampeln. Gott sei Dank. Na, endlich. Und die haben leider unsere Ramme kaputtgeschlagen, aber dafür sind wir ja entkommen. So, die Ritter hinten leider noch ein bisschen unbeholfen. Ich würde gerne ranzoomen und hier mal ein bisschen links, rechts drehen und sowas. Geht ja alles nicht hier. So. Ach, ich bin ja auch noch in der falschen Stance, ich Vollidiot. So, hier, Aggressive Stance und dann geht's los. Da muss ich nicht alles alleine machen. So, Bogenschützen. Kann ich irgendwie nur die Bogenschützen selektieren?
Habe ich überhaupt noch Bogenschützen? Das ist die Frage. Es sieht nicht so danach aus. Okay. Dann zünden wir jetzt mal die Türme an, bis hier alles brennt. Und ich hoffe, dann sind auch genug übrig, die nicht beschossen wurden, die hier alles platt machen können. Aber scheinbar hat er keinen Nachschub mehr an Soldaten. Da kommt nämlich niemand mehr, wie du siehst. So, was wir in der Zeit mal machen können. Wir können ja sonst eh nichts machen. Wir upgraden heimlich mal. Kavalier. Und die upgraden wir jetzt auch mal. Und in der gleichen Zeit... So, und das machen wir mal. So. Oh, 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 diese scheiß Bogenschützen da drin. Ach, das dauert Ewigkeit, bis wir hier durchbrechen. Das Wichtigste ist nur, dass der Stein brennt. Das ist ja die Hauptsache. So, und jetzt machen wir mal zack. Parallel noch dieses da. Das dauert alles noch ein bisschen. Und hier, 900 Food, 500 Gold. Kannst du vergessen. Kann ich mir leisten. So, dafür aber kann ich auch alle hier hinholen. Alter, das darf doch nicht wahr sein. So, na endlich. Jetzt aber Essig, Freunde. Jetzt bin ich schon ein bisschen böse, weil die Hälfte meiner Armee ausgelöscht ist. Hier, erstmal auf den da. Achso, der ist ja schon weg. So, da sollten neue Einheiten herkommen, aber der hat nicht eine einzige Einheit generiert in der Zeit. Und wir sind jetzt Two-Handed Swordsman, das heißt, wir sind jetzt noch ein bisschen kräftiger. Genau pünktlich, während wir hier einfallen. Dann mischen wir jetzt ein bisschen die Engländer auf hier. Wie damals, Anno 92 in Great Yarmouth. So, was machen wir denn als nächstes kaputt? Tidl-dim-ti. Tidl-dim-ti. Das Schöne ist, wenn wir die Wohnhäuser kaputt schlagen, dann kann er sicher bald keinen... Obwohl, wir haben gerade so viel Militär kaputt gehauen bei dem, dass er jetzt wieder wahrscheinlich eine Menge Plätze frei hat an Wohnraum. Aber so kann zumindest nichts nachrutschen. Wir lassen die mal einfach austoben hier. Sching, sching, sching. So, die gehen auch gleich auf die nächsten Häuser über. Das heißt, wir müssen da gar nichts mehr machen. Und inzwischen werden unsere Einheiten stärker und stärker und stärker und wir kriegen da oben ein bisschen Nachschub. Die können dem Spaß ja beiwohnen. Da kommt der nächste. Und bald sind nur noch Ruinen übrig. Adieu, lieber Engländer. Es war schön mit dir und das war nur ein bisschen gelogen. So, dass der sich auch gar nicht wehrt, dass er gar keine Einheiten nachschickt. Aber na gut, wir sind ja immer noch... Alter, wir sind immer noch nach 2 Stunden immer noch im Tutorial. Krass. Ich hätte gedacht, da flitzen wir kurz in einer Stunde durch und haben alles. Aber ich hab's ja dann auch so ein bisschen übertrieben mit den Sachen. Ja, komm. Jetzt werden wir eh von den Dingern beschossen hier vom Stadtzentrum, also müssen wir das sofort platt machen. Es hilft ja nichts. Was? Ach so, ja, hier werde ich attackiert, klar. Ich dachte gerade, die greift mich zu Hause an. Ich wollte gerade sagen, oh, Respekt. Und da sind die Engländer auch schon da nieder. Boah. Verschont, Frauen und Kinder. Also eigentlich, naja, gut.
Krieg ist immer gleich. Jetzt bekämpfen die Felder. Das sollte eigentlich 2 Sekunden dauern, die kaputt zu schlagen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt vom Engländer überhaupt einnehmen sollen. We have enough soldiers now to think about attacking the English. Wir sollen ihre... Ach, die Reliquie sollen wir ja klauen. Stimmt ja. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir die totale Vernichtung. So. Einfach mal ein bisschen infiltriert. Und dann gucken wir gleich mal, wo die Reliquie ist. Die muss ja wahrscheinlich irgendwo im Hinterland sein. Wäre ich jetzt der englische Spieler, ich wäre voll angepisst. Aber liegt wahrscheinlich daran, dass nur das Tutorial ist. Sonst würden hier die ganze Zeit nämlich noch Dingens nachstampfen. Ne, sonst würden noch hier Legionen nachkommen. Wieso werden die wieder rot? Finde ich nicht gut. Ich habe gerade das Tor gehört. Schickt der Engländer uns einfach noch Leute hinterher oder bringt er sich in Sicherheit? Ich glaube, er bringt sich in Sicherheit. So, jetzt mal ganz kurz just for fun. Mal gucken, wie lange es dauert, ein Feld kaputt zu schlagen. Mit Schwertern natürlich. Ich war, graben die da um, jäten die Unkraut. Was machen die da? Wieso brennt das Feld? Und vor allem, wieso kann man das nicht einfach... Kann man das einfach übernehmen, einfach das Feld? Kann man seinen eigenen Arbeitern sagen, so ist jetzt mein Feld? Dumm, du, dumm, dumm. Ach, gucke mal. Ach, gucke mal. Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Ich glaube, es geht los. Ich habe wohl einen Schuss nicht gehört. Jetzt baut der Engländer hier heimlich alles wieder auf, oder was? Ist mir jetzt ein bisschen zu übertrieben, dem einen Typen da hinterher zu laufen. Aber wenn der jetzt alles wieder aufbaut, ist natürlich scheiße. Da kann aber nichts mehr aufbauen, wenn die quasi keine Wohnhäuser mehr haben. So, damit hätten wir die Armee wieder zusammengezogen. Bei mir zu Hause ist momentan nichts. Das macht aber, glaube ich, auch nichts. Das ist ja ein Witz. So, mal kurz die Nase kratzen. 2 Stunden, verdammt. Ich wollte gar nicht so lange aufnehmen. Ich wollte auch nur einen kurzen Let's Test machen eigentlich. Und wir schauen mal hier irgendwo, ist dann wahrscheinlich die Kirche der Engländer. Ach, ich dachte, die haben wenigstens eine Kirche, wo sie das Dingens haben. So, das nehmen wir mal mit hier. Und in der Zeit beauftragen wir kurz einen fetten Mönch. Hey, fetter Mönch, schnapp's dir. So, mit Stumpf und Stiel werden sie ausgelöscht. Das ihr schied ihnen recht. So, ich glaube, sonst dürfte ja nicht mehr so viel sein. Es war echt wenig Action bei denen. Wundert mich, dass die Bauarbeiter überhaupt irgendwas Neues bei denen bauen. Hier ist wahrscheinlich ja nichts mehr, außer gleich eine dicke Wand. Oder Wald. Das ist ja wohl ein Witz. So bekehren wir ihn denn, den Bauern. Komm zu uns. Zack. Bekehrt. Und er ist auf unserer Seite. So einfach ist das. Ein Farmer brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Was mache ich jetzt mit dem? Hier, gehen Wald, Holz fällen. Und die heiteren Jecken machen sich... Was ist das denn?
Willst du mir veräppeln? Ach, guck mal, das Schaf ist ja süß. So, rotten wir ihn eben aus, den feinen Herrn Engländer. Der Mönch hat Probleme vorbeizukommen, weil unsere Armee gerade am Zuschlagen ist, aber dafür ziehen wir auch gleich weiter. Und jetzt ist auch mehr Platz in der Durchfahrt. So, El Möncho hat wieder freie Fahrt. So. Ich glaube, viel mehr kann er auch nicht gebaut haben, oder? Ich dachte immer, wenn der letzte Marktplatz besiegt ist, ist der Spieler platt, war ich gerade irgendwie der Meinung. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht habe ich schon zu lange nicht mehr gespielt. Kann auch sein. So, ich mache mir jetzt nicht mehr die Mühe, irgendwas zu erforschen oder irgendein Gold zu sammeln oder sonst was, weil der ist ja eh schon platt. So, der Mönch ist gleich angekommen. Da ist er. Der greift mich jetzt aber nicht an, oder? Nee. Der baut da bestimmt gleich wieder irgendwas hin. Ich düse mal in der Zeit mit dem Relikt nach Hause. So. Und wir besuchen nochmal den Engländer mit der Armee. Wir haben sonst eh nichts zu tun. Und warten jetzt aber, bis der Mönch das Relikt nach Hause gebracht hat. Dann haben wir auch diese Ära, dieses Spiel erfolgreich gemeistert. Ich übertreibe mal so ein bisschen, ne? Auch mit der Armeegröße und so, das weiß ich selber. Aber das macht nichts. Macht mir irgendwie mehr Spaß, mit einer Übermacht einzufallen, als dann hinterher den Schwanz einziehen zu müssen und dann nochmal alles neu revidieren zu müssen. Warum ich das mache, weiß ich gerade nicht. Champion. Paladin. Einfach nur just for fun, weil wir es können. Nö. Oh, da kriege ich gerade eine SMS. Da kann ich mal ganz kurz gucken. Hab ja gerade eh nichts zu tun. Ah ja, ach hier, guck mal. Ah ja, das ist ja spannend. Würde ich jetzt vorlesen. Ach hier, schreibt mir der Turbinator gerade noch. Was schreibt er denn da gerade bei Facebook? Da mal gerade mal mit dem Handy. Guck ich mal einfach rein, während der Mönch da noch am Laufen ist. So, da ist der Mönch die letzten Meter am Galoppeln. Wo ist denn der Arbeiter? Was hat denn jetzt hier gemacht? Bitte hier. Ich dachte, er hat hier wieder was gebaut. Das ist ja merkwürdig. Naja, da ist das letzte Relikt. So. Congratulations. You've Thank you. All three relics. You are victorious! Aber ich bin noch krank. With the three relics now locked away safely in Scottish churches, men murmur that we are blessed by the heavens. Our army now stands a chance as we prepare for the final clash with the English. Scotland now has archers and knights of our own with which to meet Longshanks. We march south to Falkirk, where we will rendezvous with the army of William Wallace and plan our combined attack upon the English castle.